Hallo liebe Kinder, heute lese ich euch die Geschichte von unserem Herrn Hochnase vor. Diese Geschichte erzählt von unserem Herrn Hochnase und wie er am Ende gar nicht mehr so hochnäsig ist, wie er war. Leider war unser Herr Hochnase einer der unfreundlichsten Menschen der Welt. Vielleicht sogar der unfreundlichste. Er wohnte in Großstadt und war zu niemand nett. Deshalb hatte er auch keinen Freund. Nicht einen. Jämmerling Hochnase wurde er genannt. Und genau so sah er auch aus. Unser Herr Hochnase war ebenso unfreundlich wie reich. Sehr reich. Einer der reichsten der Welt, wenn nicht sogar der reichste. Er besaß das größte und schönste Auto in Großstadt. Er besaß den größten und schönsten Garten in Großstadt. Und er besaß das größte und schönste Haus in Großstadt. Es stand auf dem höchsten Berg, genau in der Mitte der Stadt, ein riesengroßes Haus. Und dort wohnte er, allein, unser alter Jämmerling Hochnase. Eines Tages ging unser Herr Hochnase in seinem riesengroßen Garten spazieren. Plötzlich hörte er eine Stimme, ein feines Stimmchen. Guten Tag, sagte das Stimmchen. Unser Herr Hochnase sah sich um. Und da, auf einem seiner vielen Blumenbeete, stand ein Zwerg. Sagen Sie nicht guten Tag zu mir? Fragte der Zwerg. Geh weg, verschwinde, knurrte unser Herr Hochnase unfreundlich. Ha, jetzt weiß ich, wer Sie sind, sagte der Zwerg. Sie sind Herr Hochnase, der so unfreundlich zu jedermann ist. Er rümpfte die Nase. Aber ich kenne jemand, der sie kennenlernen möchte, fuhr der Zwerg fort und hüpfte davon, so wie Zwerge das tun. Kommen Sie, rief er über die Schulter. Die Neugier in unserem Herr Hochnase war zu stark. Er folgte. Dort hinein, sagte der Zwerg und zeigte auf ein kleines Loch in einem Baum. Ach, jetzt sei nicht so dumm, schnaubte unser Herr Hochnase. Oh, ich bin keineswegs dumm, antwortete der Zwerg. Doch, bist du, schnauzte unser Herr Hochnase. Da kann ich nicht hinein. Ach so, lächelte der Zwerg und murmelte ein Zauberwort, das nur Zwerge kennen. Es klang wie Schmatzmu oder ähnlich. Sofort fing unser Herr Hochnase an zu schrumpfen. Er wurde kleiner und kleiner, bis er genauso klein war wie der Zwerg. Bring mich sofort zurück in meine richtige Größe, schimpfte unser Herr Hochnase voller Wut. Fehlt nicht, grinste der Zwerg. Und damit kletterte er durch das Loch hinein in den Baum. Unser Herr Hochnase wusste nicht, was er tun sollte. Also folgte er dem Zwerg. Im Baum gab es eine Treppe, die weit nach unten führte. Wisst ihr wohin? Sie ging geradewegs zum Königreich der Zwerge, genau dorthin. Ich will sofort zum König, brüllte wütend unser Herr Hochnase. Oh, Sie werden ihn gleich sehen, lächelte der Zwerg. Und er führte unseren Herrn Hochnase durch die Straßen des Zwergenreiches, bis sie zu einem Schloss kamen. Halt, wer da? Rief der Torwächter. Ich bringe Herrn Hochnase, antwortete der Zwerg. Aha, sagte der Torwächter und grinste. Der Zwerg und unser Herr Hochnase gingen durch das Tor in einen Hof und weiter durch noch mehr Tore einen Gang entlang. Danach gelangten sie durch hohe goldene Türen in einen großen Saal. Dort saß auf einem goldenen Thron der König der Zwerge. Euer Majestät, meldete sich der Zwerg und verbeugte sich tief. Darf ich euch Herrn Hochnase vorstellen? So, so, sagte der König. Also Sie sind der Bursche, der zu niemandem nett und freundlich ist und keine Freude hat? Na Unsinn, rief unser Herr Hochnase grob. Ja, es ist wahr, was ich über Sie gehört habe, sagte der König zu unserem beleidigten Herrn Hochnase. Sie sind viel zu eingebildet und hochnäsig, fuhr der König fort. Aber ich erlaube Ihnen wieder Ihre richtige Größe.
Doch wenn sie jemals wieder unfreundlich sein sollten, werden sie augenblicklich zusammenschrumpfen und so klein sein wie jetzt. Haben Sie mich verstanden? Darauf führte der Zwerg unseren Herrn Hochnase wieder durch das Schloss, die Treppen hoch, heraus aus dem Baum zurück in Herrn Hochnases Garten. Dort sah der Zwerg unseren Herrn Hochnase an und murmelte so etwas wie Schmutz oder so ähnlich, was wahrscheinlich Schmutz rückwärts gesagt war. Unser Herr Hochnase wuchs und wuchs, bis er wieder seine richtige Größe hatte. Also, denk daran, was dir der König gesagt hat, warnte ihn der Zwerg. Sei nicht wieder hochnäsig. Ach, wütend stapfte unser Herr Hochnase in sein großes Haus zurück. Am nächsten Tag spazierte er durch die Stadt. Da lief ihm ein kleiner Junge mit einem Ball entgegen. Aus dem Weg da, schnauzte unser Herr Hochnase grob. Aber als er das sagte, was meint ihr, was da geschah? Genau das. Unser Herr Hochnase schrumpfte und schrumpfte, bis er ebenso klein war wie der Ball, mit dem der Junge spielte. Ah je, stöhnte unser Herr Hochnase und dachte nach. Es tut mir leid, sagte er zu dem Jungen. Was ich eigentlich meinte war, darf ich bitte vorbeigehen? Augenblicklich wurde unser Herr Hochnase wieder groß. Der Junge ließ ihn vorbei und unser Herr Hochnase ging seines Weges. Dann traf er eine alte Frau, die einen schweren Korb trug. Sie war spät dran. Entschuldigen Sie bitte, sagte sie. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Nein, sagte unfreundlich unser Herr Hochnase. Aber sobald er das gesagt hatte, ja, ihr wisst ja, wie es jetzt weitergeht. Genau so. Unser Herr Hochnase schrumpfte und schrumpfte, bis er so klein war, dass er leicht in den Korb der alten Frau gepasst hätte. Oh je, stöhnte er und dachte nach. Es tut mir leid, liebe Frau, sagte er. Was ich eigentlich meinte war, es ist 11:55. Augenblicklich wurde unser Herr Großnase wieder groß. Die alte Frau bedankte sich und er ging weiter seines Weges. Etwas später kaufte unser Herr Hochnase an der Ecke eine Zeitung. Er wollte gerade weggehen, als er plötzlich stoppte. Er drehte sich um. Danke, sagte er zu dem Zeitungsverkäufer. Danke war ein Wort, das fremd für unseren Herrn Hochnase war. Er hatte es vorher nie benutzt. Der Zeitungsverkäufer lächelte ihm zu. Das war neu für unseren Herrn Hochnase. Kurz darauf fragte ihn ein Mann: Können Sie mir vielleicht sagen, wo die Bank ist? Unser Herr Hochnase wollte gerade Nein sagen, als er wieder stockte. Ja, sagte er und erklärte dem Mann den Weg. Danke, sagte der Mann. Danke war ein Wort, das niemand vorher zu ihm gesagt hatte. Unser Herr Hochnase lächelte. Er war glücklich. Das war etwas Neues für unseren Herrn Hochnase. Es war schön. Und weiter? Seit diesem Tag ist unser Herr Hochnase ein ganz anderer Mensch. Immer noch der Reichste in Großstadt. Vielleicht sogar in der ganzen Welt, aber jetzt hat er viele Freunde und er lächelt oft und er schrumpft überhaupt nicht mehr. Und was meint ihr, welche zwei Wörter unser Herr Hochnase jetzt am meisten benutzt? Richtig, bitte und danke. So wollen wir euch auch Danke sagen, weil ihr die Geschichte gelesen habt. Oh, da bedanke ich mich bei mir. Schön, Andrea, dass du die Geschichte gelesen hast. Doch wenn ihr jemals unfreundlich seid, bitte denkt daran, Vorsicht, Zwerg. Ja, ihr könnt gerne den Herrn Hochnase malen und ein Bild ans Junge Theater schicken oder ein Foto machen und das per Mail schicken oder auch ein Bild von den anderen Geschichten. Also bis morgen. Tschüss.